Also, liebe Boys and Girls, nach nun 4 Tagen oder fast 4 Tagen Glühwein-Action, beziehungsweise Freshman, ich glaube, wir hätten mit dem Glühwein zum Ende machen sollen und nicht ganz am Anfang. Ich glaube, das wäre echt smarter gewesen. Ja, weil Leute, für euch sind es Tage, für uns sind es Stunden, denn wir drehen das alles hier in einem Wisch ab. Und ihr merkt ja auch von Video zu Video, wird immer lustiger. Aber das ist ja super, das soll bei euch zu Hause sein. So, herzlich willkommen zum letzten Teil meiner Christmas Quickies. Heute machen wir auch was Klassisches mit Mega-Twist. Nee, ist nur ein kleiner Twist, aber ist egal. Und zwar machen wir Serviettenknödel. Yeah! Da könnt ihr dann Jus, hatten wir ja schon. Habt ihr Serviettenknödel, Rotkohl, der nicht hier oben mal einen, haben wir letztes Jahr schon gemacht. Wird mega nice. So, Freshman, ich will auch gar nicht länger reden hier. Gehen wir direkt in den Quickie-Modus, oder? Okay, 3, 2, 4 Tage. So Leute, alright, es sieht so aus, als wären wir durch. So, Freshman, ich hole das mal raus. Mach das. Und dann schneiden wir an. Leute, also wie gesagt, gönnt euch die Jus, die haben wir am Anfang schon verlinkt, ne? Die haben wir schon. Ja, ich hatte währenddessen, weil war jetzt, habt ihr ja gesehen, war jetzt gut 40, 45 Minuten drin. Da floss hier schon so der ein oder andere Glühwein. Gut, Bonbon gerollt. Leute, wir haben ja gesagt, ne, wir können das natürlich auch mit Klarsichtfolie und Alufolie machen. Ist aber umweltmäßig nicht so nice und wir müssen ja hier 1,5 Grad und zwar an unseren ökologischen Fußabdruck denken. Deswegen hier Omas altes Handtuch. Vergesst da nur nicht mit eurem Plüsch Lenor waschen. Sieht sonst das ein, ne? Schmeckt das alles nach Luxurious Nights oder so. Okay, ganz easy, hier einfach aufgeschnitten und abgerollt. Bist du bereit? Ich bin bereit. Oh yeah. Huh. Könnte noch heiß sein. Das riecht aber gut. Das riecht gut, ne? Ja. So. Das war aber Persil, ne? Das ist jetzt dieses Winter Night Geflüster, das ich habe. Wir schneiden einfach nur kurz an, damit ihr wisst, wie das aussieht. Ihr könnt das natürlich dann auch noch richtig schön anbraten in der Pfanne mit Butter. So sieht das aus hier. Guck mal, Freshman. Ne? Und ich probiere mal kurz. Ist bestimmt gar nicht heiß. Nee, bestimmt nicht. Ich verbrenne mir bestimmt die Fresse. Jetzt egal. Heiß.
Nachmachen lohnt. Auch mit dem Schnittlauch, nicht ganz klassisch. Auch mit dem Weißwein, nicht ganz klassisch. Schmeckt aber. Und wir sehen uns morgen zu Silvester. Genau. Ne? Tschüss.